So, und es geht weiter mit unserer Saisonvorschau von der Regionalliga Nordost. Und diesmal fangen wir an mit dem Tabellenfünften der vergangenen Saison. Es ist die VSG Altglienicke. Wir gucken uns an, wer in der kommenden Saison den Kader verstärken wird, wer die Berliner schon alles verlassen hat. Wenn ihr mehr Videos zur Regionalliga Nordost sehen wollt und auch Stadionvlogs, lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt eure Prediction für diese Saison runter in die Kommentare. Wer wird aufsteigen, wer wird absteigen, wer ist oben im Aufstiegsrennen dabei und wer ist vielleicht die Enttäuschung der Saison eurer Meinung nach? Starten wir mit Altglienicke. Ein Spieler, der letzte Saison sehr wichtig war für Altglienicke und sie schon verlassen hat, ist Kolja Audene. Er wechselt zur zweiten Mannschaft von Hannover 96 in die Regionalliga Nord. In der vergangenen Saison stand er bei 33 Partien für Altglienicke auf dem Platz, machte dort 6 Tore und 7 Vorlagen und konnte sowohl auf der linken Flügelseite als auch im zentralen Mittelfeld spielen. Ein weiterer Spieler, der ihm fehlen wird, ist Tugay Usan. Er ist nämlich zum Stadtrivalen BFC Dynamo gewechselt. Der 29-Jährige wurde in der letzten Saison in 28 Partien eingewechselt, wo er dann 11 Tore schoss. Und das, obwohl er nur in 17 Partien in der Startelf stand. In den anderen 11 wurde er jedes Mal eingewechselt. Ebenfalls muss Altglienicke auch in der kommenden Saison auf die Tore von Patrick Breitkreuz verzichten. Der machte in der letzten Saison in der Regionalliga Nordost 11 Tore und 5 Vorlagen und kann sogar schon 163 Drittligaspiele auf seinem Konto verbuchen. Nachdem wir uns eben die Spieler angeguckt haben, die die VSG Altglienicke verlassen haben, schauen wir jetzt darauf, wer wird sie in der nächsten Saison verstärken. Als erstes kommt der Ali Abu Alfa für den linken Flügel von Energie Cottbus. Der 23-Jährige wurde in der letzten Saison in der Regionalliga Nordost 25 Mal eingesetzt und konnte 4 Tore erzielen. In Cottbus kam er aber meistens nur von der Bank und konnte nur 4 Mal in der Startelf stehen und wurde die restlichen 21 Mal jedes Mal eingewechselt. Wenn er bei Altglienicke seine Einsatzzeit bekommt, sicher ein guter Transfer. Außerdem kommt der 30-jährige Pole Robert Citraski vom Drittliga-Absteiger Oldenburg zur Altglienicke. In der vergangenen Drittligasaison war er absolute Stammkraft beim VfB Oldenburg und machte in der Saison 34 Partien, wobei er 4 Tore erzielte und 2 vorbereiten konnte. Auf jeden Fall eine gute und erfahrene Verstärkung fürs defensive Mittelfeld. Und die Innenverteidigung wird ebenfalls verstärkt mit Tobias Gunte. Er kommt von Viktoria Berlin. Der 26-Jährige hatte etwas Verletzungspech in der letzten Saison und konnte deshalb nur in 21 Partien eingesetzt werden. Wobei er aber trotzdem 3 Tore schoss und das als Innenverteidiger. In der dritten Liga konnte er auch schon Erfahrung sammeln und machte dort 24 Partien, wo er sogar 4 Tore machte. Also ein sehr torgefährlicher Innenverteidiger, den sich Altglienicke da geholt hat. Und jetzt bleiben wir in Berlin und gehen zum Tabellenzwölften der letzten Saison. Und zwar zu Viktoria Berlin. Mit wem konnten sie sich verstärken und wem haben sie verloren? Können sie ihren Kader eventuell so wieder aufstellen, um mit in dem Rennen um die Aufstiegsplätze mitzukämpfen? Ein Abgang, der sicher wehtut für Viktoria Berlin ist, dass der 19-jährige Innenverteidiger und Kapitän Viktoria verlassen hat. Und zwar Mladen Cvetinović. Der 19-jährige wechselt in die dritte Liga zu Ingolstadt. 2020 kam er aus der Jugend von Hertha BSC und war absoluter Stammspieler in der Regionalliga Nordost. Wenn er nicht gerade verletzt war oder auf Länderspielreise, stand er immer in der Startelf. Auf jeden Fall ein herber Verlust, den Viktoria da hinnehmen muss. Ein weiterer Spieler, der Viktoria verlässt, ist der 20-jährige Ogbaydize. Ich hoffe, ich habe die Namen von den Spielern halbwegs richtig ausgesprochen. Er wechselt aus der Regionalliga in die zweite niederländische Liga. Auch der offensive Mittelfeldspieler war wichtig in der Mannschaft von Viktoria. Er machte 29 Partien in der vergangenen Saison, wobei er 2 Tore machte und 5 Vorlagen. Ein weiterer Spieler, der von Viktoria zu Ingolstadt wechselt, ist Moritz Seifert. 31 Partien machte er in der letzten Saison, wobei er 12 Scorer machen konnte. Spricht auf jeden Fall für Viktoria Berlin, dass sie ihre jungen Spieler gut ausbilden können. Dass 2 von ihnen hochgegangen sind in die dritte Liga und einer von ihnen in die zweite niederländische Liga. Und Verstärkung holt sich Viktoria von der VSG Altglienicke. Und zwar kommt der 23-jährige Flügelspieler Sean Mensah. Für Altglienicke wurde er in der letzten Saison eigentlich immer eingesetzt, wenn er fit war. Zwar nur in 13 Partien von Anfang an, aber wenn er im Kader war, hat er auch gespielt. In der Zeit, in der er auf dem Platz stand, war er auch produktiv. Er konnte 3 Tore und 6 Vorlagen beisteuern. Am liebsten spielt er auf dem rechten Flügel, aber er kann auch ohne Probleme auf dem linken Flügel ausweichen. Außerdem kommt auch ein Neuzugang aus der Regionalliga Nord. Und zwar vom Absteiger Borussia Hildesheim. Und zwar kommt von denen der 18-jährige Rechtsverteidiger Alexander Dikarev. 31 Partien in der letzten Saison. Lukas Falcao zurück zu Viktoria Berlin. Der Stürmer spielte schon von 2019 bis 2022 bei Viktoria. Zuletzt spielte er in der dritten schwedischen Liga und machte dort von 14 möglichen Partien 13 Spiele, konnte 2 Tore und 2 Vorlagen machen. In der Vergangenheit hat er für Viktoria auf jeden Fall gut performt, weshalb sie ihn auch zurückholen. In der Regionalliga Nordost machte er auf jeden Fall schon 29 Partien, indem er 7 Tore machte. Und in der dritten Liga machte er 32 Spiele, indem er 6 Tore erzielen konnte. Auf jeden Fall schon herbe Verluste, die Viktoria Berlin da hinnehmen musste. Ich bin gespannt, ob sie die Abgänge gut kompensieren können oder ob sie in der kommenden Saison in der Tabelle sogar noch weiter nach unten abrutschen werden.
Mir ist gerade aufgefallen, das wird ja heute hier die Berlin-Edition, weil wir gehen weiter mit dem BFC Dynamo, den sechsten der letzten Saison. Und zwar hat der BFC in diesem Sommer eine Verjüngungskur gestartet. Einige ältere Stammspieler haben den Verein verlassen. Dafür haben sich junge Neue geholt. Einer von dem älteren Personal, der den Verein verlassen hat, ist Christian Beck. Der 35-jährige Mittelstürmer machte in der letzten Saison immer noch 30 Partien für den BFC, machte auch starke 16 Saisontore und legte noch drei Dinge auf. Er wechselt in die Oberliga nach Niedersachsen zum FSV Schönlingen. Der Kapitän von Dynamo verlässt Hohenschönhausen. Wechselt Niklas Brandt nach Greifswald. Auch er war in der vergangenen Saison immer noch absolute Stammkraft beim BFC. Wenn er fit war, stand er auf dem Platz. Und das war in 27 Partien der Fall. Und in dem machte er auch noch 2 Tore und 3 Vorlagen. So erfolglos waren die älteren Spieler von Dynamo auf gar keinen Fall. Eine weitere Position, wo sich die Berliner verjüngen werden, ist die Innenverteidigerposition. Und auf der Position verlässt den BFC Michael Blum. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber der 34-Jährige war auch absolute Stammkraft beim BFC. Denn auch er stand in der letzten Saison immer noch bei 29 Partien auf dem Platz. Aber irgendwann muss man ja den Verjüngungsprozess starten. Und das hat der BFC sich nun für diese Saison vorgenommen. Blum spielt in der nächsten Saison in der Oberliga für den KFC Uerdingen. Verstärkung fürs offensive Mittelfeld kommt aus der zweiten österreichischen Liga. Und diese heißt Julian Wiesmeier. Seit 30 Jahren ist er ein sehr erfahrener Spieler und machte 140 Partien in der zweiten österreichischen Liga, wo er 51 Tore machte und 24 Vorlagen. Auch in der Bundesliga in Österreich war er unterwegs. Dort machte er 78 Partien, wo er 8-mal einnetzen konnte. Letzte Saison spielte er noch in der österreichischen Bundesliga, stieg da aber mit dem SV Ried ab. Und für die Innenverteidigung ist auch schon Verstärkung da. Der 26-jährige Steffen Eder. Er kommt aus Bayreuth, die letztes Jahr in der dritten Liga als Tabellenletzter abgestiegen sind. In der Saison 2022-23 hatte er leider sehr viel Verletzungspech und spielte deshalb nur 15 Partien in der Liga. Hoffen wir darauf, dass er ab sofort gesund bleibt und somit eine gute Verstärkung für die Innenverteidigung vom BFC Dynamo sein kann. Von der zweiten Mannschaft von Hertha BSC kommt McMordy Hüter. Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler war Stammkraft bei der zweiten Mannschaft von Hertha. Insgesamt machte er schon 84 Partien in der Regionalliga Nordost, wo er 5 Tore und 10 Vorlagen machen konnte. Am Anfang der letzten Saison hat er auch etwas mit Verletzungen zu kämpfen. Aber zum Ende der Saison war er dann absolute Stammkraft bei den Berlinern und machte 27 Partien, in denen er 1 Tor und 4 Vorlagen beisteuern konnte. Auf jeden Fall sehr interessant, was der BFC Dynamo da macht, indem sie die älteren Spieler abgegeben haben und jetzt bewusst auf junge Spieler setzen. Und laut ihrem Trainer wollen sie auch die beste Mannschaft der Liga sein. Also werden sie vielleicht dieses oder nächstes Jahr oben nochmal angreifen, nachdem sie in der Saison 21-22 ja schon Meister wurden, aber da knapp in der Relegation scheiterten. Machen wir weiter mit unserer Berlin-Reise und gehen zum Berliner AK. Der Berliner AK hat in der letzten Saison eine richtig starke Hinrunde gespielt. Und war nach dem 17. Spieltag Zweiter in der Tabelle, mit nur 3 Punkten Abstand auf Energie Cottbus. Aber genauso stark wie ihre Hinrunde war, haben sie in der Rückrunde dann auch nachgelassen. In der Rückrundentabelle waren sie dann nämlich nur noch 15. Nachdem sie in der letzten Hinrunde gezeigt haben, was sie leisten können, wurden jetzt auch einige Leistungsträger vom Berliner AK weggeschnappt. Einer von ihnen ist unter anderem der 24-jährige Innenverteidiger Kawabe Schulz, der zu Rot-Weiß Erfurt wechselt. Mit 113 Spielen in der Regionalliga Nordost konnte er schon einige Erfahrungen in der Liga sammeln. Und auch in der letzten Saison war er Stammkraft beim Berliner AK, wo er 32 Spiele machte und dabei ein Tor schoss. Ein weiterer Stammspieler der vergangenen Saison verlässt den Berliner AK, und zwar Ben Meyer. Der Linksverteidiger machte in der letzten Saison 31 Spiele für den AK und konnte in denen sogar 2 Tore machen und 7 vorbereiten. Der 24-jährige Außenspieler Joel Richter, er wechselt zum zweiten der letzten Saison Carl Zeiss Jena. Insgesamt hat Joel Richter schon 55 Partien in der Regionalliga Nordost gemacht, wobei er 24 Scorer machen konnte. Er ist nicht nur torgefährlich, sondern kann die Dinger auch vorbereiten. Richtig viele Neuzugänge hat der Berliner AK noch nicht vorgestellt, aber einer von ihnen ist Shadi Ramadan, der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler, kommt aus der Berlin-Liga, vom Berliner SC, machte dort in der letzten Saison 23 Partien, wo er 2 Tore schießen konnte. Felix Pilger kommt ebenfalls zum Berliner AK. Er spielte letzte Saison noch in der Hinserie bei TB Berlin und in der Rückserie bei Union Fürstenwalde. Bei TB kam er in 14 Partien zum Einsatz und machte ein Tor. Bei Union Fürstenwalde kam er ebenfalls in 14 Partien zum Einsatz und machte dort in der Oberliga Nord 5 Tore. Die letzten 4 Vereine kommen dann im nächsten Video und danach kommt die Prediction für die Saison. Und dann erstelle ich meine Tabelle, was ich glaube, wer aufsteigen wird, wer ist im Aufstiegsrennen dabei, wer steigt ab. Macht gerne mit in den Kommentaren, lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein!